Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Sand. Und heute ja, heute also es ist ja wirklich eine übelst trostlose Gegend hier, ne? Heute wollen wir mal diesen Abstieg probieren. Aber jetzt bei... Oh, dieser Wurm. Ich wollte hier noch mal gerade gucken, komme ich da hoch, weil der Weg darüber läuft. Da kann ich höchstens rüberspringen, ne? Mal gucken. Also wir haben das hier jetzt mal als Abstieg auserkoren, beziehungsweise ich, ne? Ihr habt damit nichts zu tun. Und hier liegen da nun echt... Ah, das sieht aus, als könnten wir da die Fässer platzieren. Ja, keine Ahnung, wo dieser Wurm jetzt rumläuft. Ich riskiere das einfach mal. Was ist das? So. Uninteressant. Rest dann ich drücke E um eine. Ah ja, okay. Also hat sich unser Kollege hier rausgesprengt. Hat hier den Wurm gekillt. So, und hier war so eine Markierung. Das ist tatsächlich die Treppe hier. Ich gucke gerade nach was anderem, dass ich die grünen vorne habe, weil dann lädt er mir die nicht nach. Aha. Da. Okay, muss ich da hoch? Komme ich da hoch? Was ist das da? Ist das irgendwas eingeritztes? Sieht ein bisschen so aus. Ja. Mit den Knochen, das ist ja. Da müssen wir hoch, ne? Man denkt gerade, er kommt um die Ecke. Also ist das hier tatsächlich der Ausstieg. Moment. Ja. So. Hier ist dann ein Weg. Und was ist da hinten? Da hinten war irgendwas. In die andere Richtung konnte ich ja nichts entdecken. Naja, Weg ist vielleicht ein bisschen optimistische Umschreibung. Also der Kollege hat... Ja. Der Kollege
Kollege hat sich dann hier so durch. Hat schon hier so. Ist das hier auch noch ein Aufweg? Nee, ich glaube eher nicht. Es gibt nur den Aufweg mit den Würmern. Hier gibt es noch ein bisschen Metall, das nehmen wir mit. Wir müssen natürlich noch die ganzen Fässer bauen. Schön drauf geballert für nichts. Und ich habe Samen. Das ist gut. Und die einzige Stelle, wo es die roten Pilze gab, war im blaue Pilze. Die lasse ich mal schön hier. Was ist das? Ach. Da ist eine Höhle. Also dafür, dass er... Das sind rote Pilze. Die roten sind es. Die roten brauche ich. Was ist das für eine Brühe drumherum? Unklar. Das sind keine roten Pilze, das ist irgendwas. Das sieht aus wie. Ja, wie so eine Alienbrut halt, ne? Aha. Also. Weil ich nicht weiß, wofür ich sie brauche. Und weil ich nur noch einen Slot frei habe. Muss ich noch was aufladen? Nein. Das sieht echt aus wie so eine Alien-Brut. Aha. Und hier unten war eine Höhle, ne? Wo komme ich hin, wenn ich hier weiterlaufe? Wissen wir nicht. Ja. Muss man ja noch gucken, wo diese Höhle ist. Es sieht nicht so aus, als käme ich da von unten ran. Da ist die Höhle. Aber von oben komme ich da auch nicht ran. So käme ich da ran. Ne? Oder von da unten. Naja, ist immer so. Ist das eine Höhle? Ja, es ist eine Höhle. Grüne Pilze. Hier geht's auch irgendwo hin. Interessanterweise. Frage ist, wo? Ah, das ist das, was wir von da oben gesehen haben. Was ist das? Und soll ich es mir angucken, solange der Wurm noch lebt? Ich glaube nicht. Ist das der Fluchtweg?
Geht es hier raus? Gut, dann wissen wir mal das. Blauer Pilz. Warum das? Spiele ich noch mal bis zu der Stelle. So, wir sind jetzt also wieder in der Höhle hier. Die brauchen wir jetzt nicht zu erkunden. Und der Weg führt da hinten runter. Da kommen wir hinten in die Ecke. Und die sieht ja schon irgendwie gefährlich aus. Der führt irgendwo, also der Weg führt mehr oder minder da runter. Und hier der führt nirgendwo hin. Müsste ich da reinspringen. Also das erscheint mir jetzt überhaupt nicht sinnvoll. Wie sieht das da überhaupt aus? Ah, jetzt erkennt man es ein bisschen besser. Das sieht aus wie so ein Ei, was gerade aufgegangen ist. Also, ob hier die Würmer herkommen oder die Krabben. Ich weiß es nicht. Knarr. So. Aber wir sind da gestorben, als wir da runtergefallen sind. Und normal ist der doch nicht so empfindlich, was dieses Runterfallen angeht, unser Dude hier. Moment, ich kann noch was trinken. Ja, und es wird langsam Zeit, dass wir mal wieder irgendwas zu beißen finden, weil Wasser geht zu Ende. So. Autsch. Oh, ich habe mich hier schon wehgetan. Den
den Sprung hat er nicht überlebt. Verstehe ich nicht. Normal ist er doch eigentlich relativ unempfindlich. Wie käme ich denn hier wieder hoch? Gar nicht, auf gut Deutsch, oder? Gucken wir uns das an. Ehrlich, ich will das gar nicht wissen, was das ist. Was ist das? Okay, ich will es doch wissen. Hier? Na. Aha, das erschien mir jetzt so wie so eine Krabbe. So, und jetzt wäre es nice, wenn ich... Jetzt sind wir hier unten. Jetzt sind wir hier an einem Tor. Jetzt sind wir bei dem Wurm. Okay, gucken wir uns das Tor hier mal an. Oder was das auch immer ist. Ich nehme an, das hat jetzt irgendwas mit dem Ausgang zu tun. Ich habe übrigens, habe ich sie erzählt? Ich weiß gar nicht. Hier ist irgendwas Schwarzes, wo wir nicht durch können. Hier geht es nicht weiter. Und ich würde es gern da hoch. Das geht vermutlich nicht, ne? Hier unten bei dem Wurm. Wieso? Irgendwie stehe ich hier. Hier komme ich aber nicht. Hier auf diesen Absatz komme ich nicht. Da will mich das Spiel nicht hinlassen. Darüber. Da käme ich eventuell hoch. Was bringt das? Wieso? Also das war schon mal nichts. Jetzt zurücklaufen. Da, das sieht wie ein Aufstieg aus. Wieso funktioniert mein Jetpack hier nicht? Ich glaube, das Spiel möchte nicht, dass es da funktioniert. Da ist die Giftbrühe. Also das hier ist kein Haus. Warum ich jetzt auch mal tot bin, keine Ahnung. Gut, wir haben unsere Erfahrung gemacht. Und ja, ich zeige euch noch, wo es losgeht beim nächsten Mal. Ja, also hier hatte ich ein Safe Point hingebaut. Ich denke, wir müssen wieder zurück. Alles andere bringt uns jetzt irgendwie nichts. Ne? Gut.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war auf jeden Fall interessant, aber ich weiß auch gar nicht, wie ich da unten wieder rauskomme. Gut, ich hätte hier zurücklaufen können, aber... Ich weiß, ganz ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob man da hinten hochkommt. Aber wir müssen hier mit so ein paar Alpha-Wänden offensichtlich leben, arbeiten, zurechtkommen. Sucht euch was aus. Ja, was uns... ja, was dann nicht immer ganz schlüssig ist, wo wir dann irgendwie hin können. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.